So, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist MashState und heute gibt es auch mal ein bisschen Hardline. Und das mal wieder, denn es ist schon lange her, dass ich mal Hardline irgendwie in einem Video besprochen habe. Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, ist Hardline auf dem PC ziemlich tot. Das ist unter anderem auch der Grund, warum es eben keine Videos bei mir gab. Auf Konsolen wird aber immer noch fleißig gespielt, nur auf dem PC leider nicht. Ein Grund, warum Hardline auf PC wenig gespielt wird, könnte die schnelle Time to Kill sein. Die Zeit, die man also braucht, um einen Gegner auszuschalten, ist wirklich gering. Zumindest geringer als bei Battlefield 3 oder Battlefield 4 und das stört viele Spieler. Auch mich stört das und ich bin seit Veröffentlichung von Hardline genau gegen diesen Punkt so ein bisschen allergisch, kann man sagen. Jedes Mal, wenn also jemand gefragt hat, warum ich kein Hardline spiele, bin ich im Prinzip auf diese Antwort gekommen, die Time to Kill. Das Ganze ist auf PC besonders ein Problem, weil wir durch die einfachere Waffenkontrolle natürlich auch einfacher treffen können. Also das heißt nicht, dass es jeder kann, aber theoretisch ist es mit einer Maus eben faktisch sehr viel einfacher als mit dem Controller, sprich auf dem PC merkt man es sehr stark. Man stirbt also extrem schnell, weil so gut wie jeder Spieler seine Waffe durch super genaue, einfache Rückstoßkontrolle eben sehr genau abfeuern kann. Die Hardline-Entwickler haben nun also vor, genau das zu ändern, also erstmal nur als Test. Sie wollen also nicht den Rückstoß ändern, sondern einfach die Time to Kill. Das ist ja in Battlefield 4 so gemacht, dass man eben ein bisschen weniger Schaden macht. Und das würde ich auch mal annehmen, dass es eben in Hardline genauso passiert. Also der Waffenschaden in Hardline ist aktuell ein bisschen höher als in Battlefield 4 und das wäre wahrscheinlich der am sinnvollsten geeignete Ansatz, um diesem Problem, wenn man es als Problem sieht, entgegenzukommen. Konkret gesagt ist das Ziel also, die Dauer eines Feuergefechtes ähnlich lang wie bei Battlefield 4 zu machen. Die Änderung soll natürlich nur auf dem PC kommen, alles andere würde auch gar keinen Sinn machen, aber wir reden selbst bei dieser Änderung, die für den PC kommen soll, erstmal nur über eine CTE-Änderung. Ob diese doch sehr drastische Änderung des Gameplays wirklich im finalen und eigentlichen Spiel landet, ist noch nicht klar. Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen, aktuell gibt es da wohl nur US-Server, die diese CTE-Variante von Hardline eben unterstützen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese etwas längere Time to Kill auch mir besser gefallen könnte. Hardline bekommt also auf jeden Fall noch ein paar Änderungen, zumindest sieht es so aus. Außerdem soll es ja demnächst auch noch einen neuen DLC geben, der heißt Betrayal DLC und er wird neue Inhalte wie 4 neue Karten und anderes enthalten. Was aber interessanterweise nicht dabei sein wird, ist ein neuer Modus und das liegt daran, dass die Entwickler finden, dass DLC-Modi generell zu wenig gespielt werden. Meistens liegt das aber auch einfach daran, dass die DLC-Modi so wenig durchdacht wirken, finde ich. Für mich sind die besten Modi eigentlich schon seit Anbeginn von Battlefield immer die Standard-Modi gewesen, also Eroberung und dann kam Rush dazu, das ist auch noch ein ziemlich guter Modus, oder man geht sogar komplett zum normalen TDM zurück, selbst das spielt sich meiner Meinung nach auf den meisten Karten ziemlich gut. Was aber meistens nicht so gut funktioniert, sind eben DLC-Modi und am schlimmsten sind irgendwie Karten, die alle Modi unterstützen, denn dann funktioniert irgendwie gar nichts mehr so richtig. Ich finde es also gut, dass die Hardline-Entwickler dessen bewusst sind, es bringt einfach nichts, noch mehr Modi reinzubringen, es gibt schon so viele, warum soll es noch mehr geben? Hardline wird also mal wieder mit neuen Inhalten überschüttet, es gibt sogar 11 neue kostenlose Waffen, wie ich gehört habe. Als Battlefield-YouTuber, der auch gerne mal ein paar mehr Waffenguides macht, sehe ich das mit den Waffen irgendwie mittlerweile ein bisschen anders als früher. Ich frage mich immer wieder, warum gibt es überhaupt so viele? Ist es wirklich nötig, 100 verschiedene Sturmgewehre zu haben? Ganz so extrem ist es jetzt natürlich nicht, aber ich denke auf keinen Fall, dass man immer und immer mehr haben sollte. Zumindest finde ich das einfach ein bisschen schade, dass es so viele gibt, weil jede einzelne Waffe dann immer und immer weniger heraussticht durch besondere Fähigkeiten, Features oder Eigenheiten. Um das mal ganz deutlich auszudrücken, was ich damit meine, jede Waffe wird einfach immer uninteressanter und unnötiger. Naja, wie dem auch sei, vielleicht sehe ich das einfach zu drastisch, am Ende freut sich wahrscheinlich sowieso jeder, dass es 11 neue kostenlose Waffen gibt. Worüber ich mich wirklich freue, beziehungsweise was ich sehr interessant finde, ist das Gunbench-Feature. Das Gunbench-Feature ist, soweit ich weiß, ein Premium-Feature, das seit Release angekündigt war. Und selber habe ich Premium direkt am Anfang geholt und so richtig gelohnt hat sich's leider für mich nicht, weil ich nur 100 Stunden Spielzeit habe. Obwohl, um ganz ehrlich zu sein, 100 Stunden Spielzeit, das habe ich in kaum einem Spiel. Von dem her ist das immer noch ziemlich gut investiertes Geld, wie ich finde.
Das Gunbench-Feature soll euch einfach erlauben, eure Waffen schöner und besser zu machen als je zuvor. So steht es erstmal ganz, ganz klischeehaft natürlich obendrauf. Am Ende wird also die Waffe mit neuen Designs oder Farben oder eigenen neuen Camos gestaltet werden können. Und das soll das Gunbench-Feature sein. Die Waffe soll komplett anders aussehen. Und hier im Bild sieht man das auch, die sieht ziemlich verrückt aus. Und das ist natürlich keine normale Tarnung, sondern irgendwas selber erstelltes. Im Blog-Update wird leider nur darüber geredet, dass man diese Einstellungen über den Loadout-Screen vornehmen kann. Ich würde allerdings irgendwie gerne sowas wie bei Medal of Honor Warfighter sehen. Da hat mir die Waffenanpassung sehr gut gefallen, weil sie auch visuell sehr schön präsentiert wurde. Und das fand ich eben echt toll. Vielleicht ist das ja tatsächlich irgendwann auch möglich. Aktuell ist das vielleicht eher noch so eine technische Frage, aber in Zukunft hoffe ich, dass es dann auch, was Anpassung angeht, in Battlefield nochmal einen Schritt weiter nach vorne geht und ein Gunbench-Feature mit eigenen Camos oder Designs, die man erstellen kann und so weiter und so fort, das dann auch noch sehr schön visuell präsentiert ist. So wie zum Beispiel in Medal of Honor Warfighter. Das fände ich echt klasse. Im Gunbench-Feature enthalten ist aber auch noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel gibt es einen größeren Schießstand, auf dem man seine Waffen auch direkt mal ein bisschen testen kann. Und das sieht man auch auf dem gleichen Bild, das wir vorhin schon gesehen haben. Im Hintergrund sieht man es also schon, da gibt es zwei von diesen an der Decke befestigten Zielscheiben. Die sind ja in echt an solchen Schienen befestigt und bewegen sich auch automatisch nach vorne und hinten. Und vielleicht gibt es das ja auch als kleines Gimmick obendrauf für uns in Hardline. Das fände ich irgendwie cool. Ihr seht, ich bin auf jeden Fall nicht ganz abgeneigt von dem, was in Hardline aktuell passiert. Ich würde mich freuen, wenn auch Hardline für mich wieder interessanter wird und dann würde ich auch gerne wieder ein bisschen was dazu bringen. Aktuell macht das mir leider eben nicht so viel Spaß. Praktisch ist allerdings auch, dass gerade Sachen wie die Gunbench natürlich auch ein cooler Anlass sind, einfach so ein bisschen zu überlegen, was in Zukunft mit Battlefield passiert. Man überlegt sich ja selber auch ein bisschen, wie kann Battlefield 5 oder wie auch immer es heißen wird, sich von dem jetzigen Battlefield abheben. Und vielleicht ist es unter anderem mit zusätzlichen Features, die tatsächlich irgendwie nützlich sind, wie zum Beispiel das Gunbench-Feature. Was ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt habt, ist, dass das Video hier ein bisschen anders war als sonst. Ich habe mir also nicht wirklich so ein striktes Skript ausgearbeitet und das dann einfach abgelesen, so wie ich es sonst mache, sondern ich habe einfach mal ein bisschen drauf loserzählt. Ich hatte zwar mein Skript fertig, aber das hat mir nicht gefallen und naja, deswegen habe ich das eben so gemacht wie jetzt. Normalerweise kann ich das eben nicht machen, weil so viele Informationen, wie ich in meinen Videos einbauen will, die muss man sich leider wirklich richtig zurechtlegen, damit auch im Video alles vorkommt, ohne dass man sich tausendmal verhaspelt. Denn das ist das riesige Problem bei tausenden Informationen, bei den ganzen Zahlen und bei den ganzen Fakten. Die dürfen halt nicht durcheinander kommen. Ansonsten wird das Video sehr schnell unübersichtlich und das macht auch beim Zuschauen keinen Spaß mehr, wenn man eben nicht mehr richtig mitbekommt, worum es geht. Worum es in diesem Video ging, das war hoffentlich ziemlich klar. Es war nämlich Hardline und vielleicht auch ein bisschen Battlefield 5. Das konnte ich leider nicht ganz weglassen, weil es mich halt selber sehr interessiert. Also dann Leute, das war es auch schon wieder für dieses Video. Wenn ihr noch einen günstigen Keystore sucht, dann schaut doch auch mal bei G2A vorbei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.